Das ist wieder so ein Aufregethema. Das Dafür müssen glaube wir ein ich. neues Format machen. Stammtisch-Talk oder sowas. Ey. Sei hier drum. Da kommen die Themen auf den Tisch. Ist doch so. Fernsehen verblödet immer mehr. Wir haben jetzt YouTube. Dann zack, genau dieselbe Kacke. Alles, was seicht und blöde ist, das ist vorne, genau wie in der Musik. Da schließt sich der Kreis schon wieder. Oder über die Filme. Ja, so ist das. Ich habe mich von allem losgesagt. Daddy ist noch die Jute, der hat den richtigen Weg gefunden. Ja. Fernsehen, das habe ich nur wie jetzt, wo ich hier nebenbei ein bisschen Dark Souls daddel. Für sowas habe ich das oder zum Filme gucken, aber mein, ich habe ja mal erzählt, wo mein TV-Receiver kaputt gegangen ist hier, weißt du? Vom Dreivierteljahr oder Jahr, weil das war. Da war ich am Überlegen, lohnt es sich jetzt da was für 50, 60, 70, 80 Euro so ein Ding zu kaufen? Oder brauchst du die Scheiße gar nicht? Habe ich ja erstmal einen Test gemacht. Ja. Und jetzt sitze ich hier immer noch ohne Receiver. Ich brauche den Scheiß einfach nicht. Ich habe es wirklich nur immer angemacht, um abends beim Einpennen irgendwas noch zu haben, was so im Hintergrund ein bisschen rumschwallt, weißt du? Jo. Aber mittlerweile nehme ich einfach die Let's Plays vom Force. Kann ich auch mal. Nein, Spaß. Aber dann gucke ich lieber was auf YouTube, weißt du? Ich habe ja meine Xbox. Guck da noch irgendwas, stell den Timer ein und dann penne ich auch eine. Ich brauch die Scheißkiste gar nicht. Und wenn ich Filme gucke, dann gucke ich sie nicht im Fernsehen, weil ich da immer einen Rappel kriege bei der ganzen geschalteten Werbung. Ey, da kriege ich echt die Pimpernellen. Ja, gucke ich meine Serien, gucke ich meine Filme, Musik habe ich sowieso, CDs hier und alles. Und auf YouTube kommt man ja jetzt auch an die neuesten Sachen ran, Musikvideos und all so ein Scheiß, weißt du? Hast du ja überall jetzt. Tja, mehr braucht Daddy nicht. Nö. Lass mir doch da nicht vortrichtern, was ich zu gucken habe da. Und dann nur scheiß Werbung immer da. Da krieg ich ja erst rechts kotzen. Das ist auch so ein störendes Thema, die Werbung. Ja, so aber Film ich hoffe, YouTube wird jetzt nicht auch noch so schlimm. Hier mit ihrer komischen Regel da. Videos über 10 Minuten, da ballern ja manche so viel Werbung noch rein. Hauptsache das Video über 10 Minuten bringen und dann siehst du da bei den ganz großen YouTubern, also 2, 3, 4, 5, 6. Also YouTube ist echt nicht mehr das, was es mal war oder wofür es mal stehen sollte. Also und dann die Geldmaschinerie ist da voll drin. Anmerkung, Anmerkung, Anmerkung. Ja, aber die Geldmaschinerie ist da voll im Gange. Das hat nichts mehr mit bei den meisten mit, ja, ich hab Bock das zu machen, weil es mein Hobby ist. Nee. Siehst ja rum, wie die oft rumquaken. Oh, ich hab Abos verloren und so und so bin ich jetzt nicht im WTF, was ist das? Drin und etc. Da wird ja nur noch rumgemosert. Ganz ehrlich, das ist alles. Schon komisch. Ja, aber was ist das, ey? Ja, ich mach's ja, weil's Spaß ist. Und dann sind die so groß, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen und dann kommen sie in diesen Zwiespalt rein. Weißt du, zwischen das, worauf sie eigentlich Bock haben und auf das, was gut ankommt und was sie machen müssen, um über die Runden zu kommen, weißt du? Damit sich das lohnt und sie ihre Miete bezahlen können und alles. Und dann fängt es langsam an. Dann verändert sich der Content, dann verändert sich, was nämlich ein bisschen die Art, weil man vielleicht wieder irgendein Video machen muss, wo man jetzt nicht so Bock drauf hat, aber weil es gut ankommt und so ein Scheiß, weißt du? Und dann macht man nur noch, weißt du, dann kommen Sponsoren und Product Placements und oh ja, dann nimmt man alles, was geht mit und dann, weiß ich nicht. Dann sieht man ja, worauf das hinläuft. Dann machen alle nur das, was am meisten Geld bringt. Und dann bist du bei den ganzen Challenges, Pranks und was für so ein Scheiß.
aber da sieht man auch wieder, wie das Konsumverhalten der Zuschauer ist. Dass sie das, obwohl sie es immer anprangern oder die der größte Teil es anprangert, wird der dumme Scheiß geklickt. Wie gesagt, bei YouTube ist das ja noch einfacher. Da bestimmt man ja wirklich jeder Einzelne. Obwohl man da wahrscheinlich jetzt auch noch hier mit Geld Klicks, Abos und Views kaufen kann. Das ist ja alles. Aber das ist nicht so undurchsichtig und schwammig wie das Quotensystem im Fernsehen. Dieses Hochrechnen an den Käse da. Und im YouTube hat man natürlich mehr Auswahl auch. Deswegen wurde Ja, deswegen wurde YouTube auch am Anfang von den Medien, vom Fernsehen, ja so übelst belächelt, weißt du? Weil die da nicht so wirklich was kontrollieren konnten. Und aber YouTube immer mehr an Präsenz gewonnen hat. Ja, dann haben ja meistens angefangen, ja, Kooperation. Und dann fing es ja auch an, dass die, die sowieso schon berühmt geworden sind, oder größer waren, dass die gepusht worden sind und dann fängt das ja alles an. Mit dem Geld und dem ganzen Scheiße, dann da ging schon bergab. Muss ja mal gucken, was in den Trends rumeiert. Ansage hier, Blödsinn da. Und das Verhalten der Community ist meistens auch nicht besser. Das wird auch immer schlimmer und assiger. So wie ich das mitkriege. Respekt und so ein Scheiß und Anstand und mal normal irgendwas fragen oder sagen. Oder einfach mal irgendwas ignorieren, das geht überhaupt nicht mehr. Einfach, man muss immer irgendwo was hinkacken. Das ist scheiße. Ja, jeder Trend wird sofort nachgemacht, alles. Oh, meine Fresse. Ob das jetzt die Videoersteller sind oder in den Kommentaren unten. Da wird ja immer, wenn irgendwas Neues ist, wird das gepostet tausendmal. Der Kommentar wird tausendmal überall drunter gepostet. Dann fangen sie an, unter den Kommentaren Likes zu sammeln, wer der geilste Kommentar, den geilsten Kommentar hat. Oh mein Gott, ey. Nicht mehr so schön. Nee. Ist nicht mehr das YouTube von damals. Nee. Ja klar entwickelt sich alles weiter und so, aber anscheinend so wie ich so viele die letzten Jahrzehnte schon hier miterlebt habe, entwickelt sich meistens eher zurück anstatt weiter alles, ey. Ganz ehrlich. Oder ist auch ein beliebtes Thema von mir, seit die Smartphones und Handy so richtig krass sind, weißt du? Sie sind ja schon alles kleine Mini-PCs. Ja, so sozialer Umgang hier, das gibt's ja gar nicht mehr so wirklich. Das ist ja die Scheiße. Ich habe ja schon früh angefangen hier, das bei meinen Kollegen auch schon so anzuprangern. Wenn man irgendwo hingegangen ist, alle nur noch mit einem Napf über dem Bildschirm, ey. Da wurde sich nicht kaum noch unterhalten über irgendwas. Jeder war da auf seinem Bildschirm. Irgendwie haben die Leute verlernt, auch mal ruhig zu sein, weißt du, so noch mal zu relaxen. Nein, immer muss man auf den Bildschirm gucken. Immer wartet man, dass es vibriert oder klingelt oder was weiß ich. Nur damit man schnell wieder drauf gucken kann. Und, Das ist bedauerlich. Ja, das ist echt traurig, was daraus geworden ist. Der soziale Umgang, ey. Soziales Verhalten, das verroht immer mehr. Das sieht man ja überall. Jetzt wird's ja hier richtig hier das Anprangerformat. Was ist ein Xerax? Ja, hab ich auch gefragt. Das sind ja auch so seine Themen eigentlich. Und der war die ganze Zeit ruhig. Ist schon wieder eingepennt, ey. Wo wir gar nicht Worms spielen. Kann das sein? Keine Ahnung. Lol, wenn das jetzt echt eingepennt ist. Das ist ja wieder lustig, ey. Ah, der Xerax. Leider einfach wieder pennen. Oder hat er sich abgemeldet? Und wir haben es. Hat er nicht vorhin gesagt, er ist mal kurz nicht da oder so?
Wenn, dann habe ich schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Ja. Aufmerksamkeitsspanne wie so eine Fliege. Och, das gibt's nicht. Was denn? Oder was? Ach ja, ich zocke ja den Ball ein bisschen Dark Souls. Bin so blöd, wäre vorhin irgendwo runtergeflogen. Wie immer. So. Der Handy stirbt nicht durch die Gegner, sondern weil er wieder irgendwo runterrollt oder fliegt. Serax, das ist bestimmt noch ein Müsli hier. Da wird wieder losgehen. Wo ist der Serax? Wo ist er hin? Er liegt bestimmt in seinem Stuhl. Oh, er ist bitte vor das Mittagessen gegangen. Oder Abendbrot. Kann auch sein. Ist er direkt mitgestratzt. Das sind noch die richtig guten Themen. Können wir stundenlang drüber aufregen. Wir müssen echt mal so eine Laber-Stammtischrunde machen. Dann nicht mit Let's Play Gameplay, mit Video-Gameplay von dem Spiel, sondern was weiß ich, einfach so eine Talkrunde. The Weekly Hate. Der wöchentliche Hass hier, genau. Und dann kommt der Gag, das kommt gar nicht mal wöchentlich. Yeah. Daddy hat hier droppt. Yeah. Das war wieder eine Anspielung. Das muss doch raus. Der muss auf den Tisch kacken. Oder Meinungsfrage. Das habe ich gerade. Jetzt musst du Schmack hier ran. Oder der Serax, aber der ist los. Wo ist er hin? Das Fickel. Wo ist er hin? Ah, der ist doch nicht echt jetzt eingepennt, oder? Keine Ahnung. Wäre schon irgendwie lustig. Das wäre wirklich lustig. Ja, ich habe aber jetzt auch gar nicht im Hinterkopf, dass er irgendwo sich abgemeldet hat. Oder haben wir es echt überlabert?
Oder einfach nur wieder vergessen. Das ist immer so schlimm, ey. Ich kann mir auch nichts merken. Ja. Wo will er hin? Kann sich überhaupt nichts merken. So dasselig kann man noch nicht mal sein, ey. Ja, der Forster ist das Schnabulieren. Das hab ich, das weiß ich noch. Ja, der ist futtern, ja. Ja. Zu der unchristlichen Zeit wieder hier. Das ist der Förster-Style. Der macht noch so krassen Sachen. Der Force hier. Da wird sogar Essen zum Erlebnis. Da wird hier schlimm. Ja, das kann der Force gut. Das kann er wirklich. Ja, das kann er wirklich. Der gute Schlemmer Force. Schlemmer Force. Aber hallo. Der Lava-Lichter. Noch richtig schlimm. Ja, der braucht auch immer ewig, ey. Da ist er doch nur, was weiß ich, minimal nur immer was, ey. Der Force guckt halt gerne Fernsehen. Was? Oh, was denn? Moment hier mal. War das etwa der Serax? Das war der Serax, ja. Warum war er jetzt da? Da müssen wir gleich erstmal nachhaken, was da passiert ist. Was ist da geschehen? Ja, so geht es nicht. Der ist bestimmt eingepennt. Das ist unverzeihlich. Dass du Force wirst. Das wird Ärger geben. Dann hier bei der. Dann gib bitte blaue Hintern. So ist's ja nicht. Beim Serax passieren sehr seltsame Dinge. Keiner weiß, was los ist. Keiner weiß, was da los ist. Ja, sehr mysteriös alles. Naja.
alles sehr mysteriös. Upsa. Aber das gestern in Dark Souls war auch nicht schlecht. Hä, hey, was denn? Das Nachspielen. Ach so. Ja, das habe ich jetzt aufgenommen auch. Aber ich zock gerade trotzdem noch weiter, weil ich einfach Bock irgendwie drauf habe. Der Daddy ist in Dark Souls Fieber. Ja. Passiert. Das kann ich auch immer wieder zocken, den Blödsinn hier. Das ist ja das Schlimme. Wenn der gute Dark Souls ruft, da muss der die folgen. Dann hier wird kein Zug mehr. Wenn die Löcher rufen, dann wird's. Da muss der Handy noch. Da muss der Handy noch rein. Dann muss der Handy folgen. So sieht's aus. So. Wo war der Serax die ganze Zeit? Weg. Weg im Sinne, ja, von mir schlafen oder? Ja. Wir haben hier voll die Themen gehabt. Oder? Da hat der Serax alles verpasst. Ja. Da hat er die Fahrt. Ich glaube, das wird die finale Session nächstes Mal. Mhm. Die finale. Schau mal, ob was im Shop verfügbar ist. Hör zu fressen, ihr Old hier. Das höre ich schon direkt. Nein, das bildet sich der Handy nur ein. Ja. Eigentlich gibt es euch gar nicht. Ich bilde mir euch auch noch ein. Nee, wir sind eine Illusion des Handys. Ja, euch gibt es nur in meinem Kopf. In Wahrheit sitzt der Handy in einer Zelle und ist gefesselt. Etzeler reicht schon wieder. Essler wird die Prügel rausgeschmissen. Aber Heidewitzka. Hast du die? Sich du Nutella-Glas genommen, Essler.
Geld reicht da jetzt für Bushman. Bushman. Ja. Die ist gut. Die tut ordentlich weh. Nein. Tja, dann ist ja alles für die finale Session vorbereitet. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Ordner abspeichern. Ich mag hier ein paar Kerzen anzuzünden fürs nächste Buch. Und badet im Belu-Schaum. Genau.